Brave Little Beasties liefert einem genau das, was der Name verspricht. Bei dem Browserspiel handelt es sich im Prinzip um eine Art Pokémon Light. Im Mittelpunkt stehen lauter kleine, putzige Tiere. Es gibt Frösche, Maulwürfe, Katzen und Hunde, aber auch Schildkröten, Haie oder Tintenfische. Ihr gelangt an diese Tiere, indem ihr sie einfangt. Dazu stellt ihr in den unterschiedlichen Gebieten Fallen auf und stattet diese mit Früchten als Köder aus. Je nach Frucht fangt ihr so eine andere Tierart ein. Während Katzen beispielsweise auf Erdbeeren stehen, sind Maulwürfe eher an Äpfeln interessiert. Eure gefangenen Tiere haltet ihr im Garten eures Hauses. Ihr könnt ihnen Namen geben und müsst sie füttern. Nur durch Letzteres erhalten sie schließlich ihre besonderen Fähigkeiten. Eine Katze zum Beispiel wird nach 5 verzehrten Erdbeeren zur Feuerkatze. Und das ist nicht unwichtig, denn wie in Pokémon schickt ihr eure Tiere in Kämpfe. Natürlich könnt ihr in Brave Little Beasties nicht nur Tiere einfangen, sondern auch züchten. Da sich der Titel aber in erster Linie an Kinder richtet, geschieht das natürlich ganz jugendfrei. Eure Männchen und Weibchen fusionieren miteinander. Dazu benötigt ihr 2 Tiere gleicher Art, die den gleichen Aszendenten haben. Alle Fähigkeitentypen finden sich in einer bunten Kreisanzeige bei jedem Tier wieder. Füttert man eine Feuerkatze zum Beispiel mit Äpfeln statt mit Erdbeeren, wandert der Pfeil in der Anzeige in Richtung der grünen Felder und landet als nächstes auf dem Magmafeld. So verpasst ihr 2 Feuerkatzen den Magma-Aszendenten. Sind die beiden nun Männchen und Weibchen, könnt ihr sie miteinander zu einer Magma-Katze fusionieren. Diese füttert ihr dann auch nicht mehr wie die Feuerkatzen mit Erdbeeren, sondern mit Orangen. So könnt ihr euch ein vielseitiges Repertoire an Tieren zusammenstellen.